Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Willkommen zum Familiengottesdienst am Heiligen Abend. Auch 2021 ist Weihnachten wieder ein bisschen anders, als wir es geplant haben. Wir werden den Gottesdienst draußen vor der Kirche feiern. Und weil da nicht alle Platz haben, die vielleicht gerne das Krippenspiel sehen möchten, haben wir uns entschlossen, es vorab aufzuzeichnen am 4. Advent. Aber wenn ihr diesen Film anschaut, dann ist Weihnachten. Dann hat das Fest schon begonnen. Der Baum ist geschmückt, die Kerzen brennen, die Geschenke liegen bereit. Wir feiern alle Jahre wieder die beste Nachricht der Welt. Jesus ist geboren. Gott ist in die Welt gekommen, damit die Welt zu Gott kommen kann. Freut euch und feiert mit uns. Lasst uns beten. Unser Gott, du willst zu uns kommen als kleines Kind. Du bist unterwegs zu uns und suchst eine Herberge. Deshalb denken wir jetzt besonders an die Menschen, die heute keine Heimat haben, die obdachlos sind und nicht wissen, wo sie hingehören. Wir denken an die Menschen, die vertrieben werden, die fliehen müssen vor Gewalt und vor Krieg oder vor bitterer Armut. Wir bitten dich für alle, die heute unterwegs sind, besonders für die Mütter, die ein Kind erwarten, und für ihre Familien. Für uns alle bitten wir, lass uns dafür sorgen, dass man etwas davon merkt, dass es Weihnachten wird. Die Leute sollen spüren, dass deine Liebe in die Welt gekommen ist. Lass uns dazu beitragen. Amen. Euch mal, es geht gleich los. Jetzt hetzt du uns doch nicht so, ohne uns fängst doch eh nicht an. Und wir haben doch schon eine Ewigkeit drauf gewartet, dass Gott zur Welt kommt. Was sind da ein paar Minuten Verspätung? Ihr habt ja recht, aber schaut doch mal, was da mit den Menschen los ist. So viel Sorgen, so viel Not. Nicht nur an einem Ort, sondern überall. Da muss dringend was passieren. Die wissen eben noch gar nicht, dass Gott alles gut machen wird. Am besten, wir geben ihnen schon mal einen Hinweis, dann kriegen sie schon mal Hoffnung. Thank you.
begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinus Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machten sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechts Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Also ich weiß nicht, hier muss doch der Weg nach Bethlehem abgehen. Ah, schau Maria, hier sind wir richtig, jetzt kann es nicht mehr weit sein. Hoffentlich. Lange kann ich nicht mehr laufen mit dem Kind im Bauch. So etwas Verrücktes, dass wir kurz vor der Geburt noch verreisen müssen. Total überflüssig. Nur weil der Kaiser wissen möchte, wie viele Leute in seinem Reich leben und wie er noch mehr Steuern einziehen kann. Die Mächtigen kümmern sich eben nicht um die Sorgen der einfachen Leute. Gott passt auf uns auf, ganz bestimmt. Das hat mir der Engel versprochen. Er hat gesagt, dass das Kind, das du erwartest, wird die Welt retten. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich bin mir sicher, dass alles gut werden wird. Dann lass uns weitergehen, denn in der Heiligen Schrift steht, dass der Retter der Welt aus Bethlehem kommen soll. Je eher wir dort sind, desto besser. Was ist denn eigentlich heute mit den Tieren los? Sie sind den ganzen Tag schon so unruhig. Die sind einfach nicht richtig satt geworden. Kein Wunder, der Sommer war viel zu trocken. Das Gras reicht nicht. Ich finde, wir sollten noch mal die Weide wechseln. Einen Versuch ist es noch wert. Aber wenn sich nicht grundsätzlich etwas ändert, dann werden wir bald keine vernünftige Ernte mehr haben. Und dann steigen auch noch die Preise. Nur unser Lohn bleibt niedrig und es reicht nicht mehr, um unsere Familien durchzubringen. Die Leute sind aber auch so unvernünftig, nehmen viel zu wenig Rücksicht und hören nicht auf die, die es wissen. Manchmal glaube ich, nur noch der Himmel kann uns helfen. Dann müsste er sich aber auch schon ein bisschen beeilen und wir übrigens auch, sonst schaffen wir es nicht mehr rechtzeitig auf die Felder von Bethlehem. Also los! Das ist ja toll, dass ich dich treffe. Kannst du mir helfen? Ich wünsche dir auch einen guten Abend. Warum bist du denn so aufgeregt? Ist was passiert? Noch nicht, aber es kann jede Sekunde soweit sein. In unserem Stall wird gerade ein Kind geboren. Sag bloß, Kalb oder Fohlen? Weder noch, ein richtiges Baby. Deswegen bin ich auch gerade so im Stress. Verstehe ich nicht. Wieso im Stall und was für ein Kind? Also, das war so. Heute Abend stand plötzlich der Josef vor der Tür. Das ist ein Verwandter von uns aus Nazareth.
Und er hatte seine Frau dabei, die Maria. Und die bekommt jetzt ein Kind. Aber warum denn bloß im Stall? Na, du weißt doch, es sind schon so viele Leute wegen dieser Volkszählung gekommen, dass alle Gasthäuser voll belegt sind. Kein Bett mehr frei, auch nicht bei uns. Aber sie brauchen doch einen einigermaßen warmen Platz. Ah, verstehe. Und jetzt brauchst du ein paar Decken und warme Sachen für das Baby. Warte, ich schau gleich mal nach und bringe es dir. Toll, dann wird niemand sagen können, wir aus Bethlehem seien schlechte Gastgeber. Das will ich doch meinen, aber warte. Hörst du das auch? Dort aus eurem Stall. Klingt, als wäre das Kind schon da. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Schafe. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. In euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallen. Habt ihr das gesehen? Klar, und gehört. Na dann los. Wieso los? Na, wollt ihr euch das Kind nicht mal anschauen, ist doch immer ein Retter der Welt. Du meinst, er wird der Land erlösen? Das Land und die ganze Welt, auf alle Fälle. Und hier und heute fängt es an. Also geht und überzeugt euch selbst und erzählt es allen Menschen. Gott ist Mensch geworden, damit die Menschen zu Gott kommen können. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Oh.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir warten auf dich und schauen aus nach dir. Du kommst zu uns als ein gerechter und sanftmütiger König, aber nicht mit einer prächtigen Krone, ohne Geld und großen Reichtum. Du kommst zu uns in den armen Menschen, die Hilfe brauchen und Freundlichkeit. Es fällt uns schwer, dich in ihnen zu erkennen, weil sie schlecht aussehen und schwach sind. Und trotzdem begegnest du uns gerade in ihnen. Du bist da in den Kindern, die auf der Straße leben müssen, weil sie keine Familie und kein Zuhause haben. Sie stehen am Anfang ihres Lebens ohne Hoffnung, aber mit viel Angst in einer harten und rücksichtslosen Welt. Bei ihnen allen müssen wir dich suchen, wo die Not ist, weil gerade da ein König wie du gebraucht wird. Zieh auch in unsere Herzen ein mit deiner Sanftmut und mit deiner Gerechtigkeit. Lass für uns alle Weihnachten werden. Gemeinsam beten wir weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun soll es Weihnachten werden. Feiert, seid fröhlich, genießt das Fest unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.